Kurz bevor es das gegenüberliegende Ufer erreicht, wird es von irgendetwas aufgehalten. Einige kleinere Krokodile schwimmen auf das hilflose Tier zu, greifen es jedoch nicht an. Unterdessen nutzen andere Gnus die Notlage ihres Artgenossen, um sicher durch den Fluss zu kommen. Das einzelne Gnu kämpft weiter gegen einen unsichtbaren Feind. Als es endlich Halt findet, sehen wir, was geschehen ist. Ein wahres Ungetüm von einem Krokodil hat sich in seinem Rücken verbissen. Das Reptil weiß, dass es den Kampf gewonnen hat. Es muss nur ausharren, bis das Gnu müde wird oder in tieferes Wasser gerät, um seine Beute ohne große Mühe ertränken zu können. Aufgeschreckt durch den Angriff des Krokodils fliehen zwei ausgewachsene Gnus und ein Kalb flussaufwärts. Auch sie sind abgestürzt und versuchen nun mit aller Kraft zu ihrer Herde zurückzugelangen. Nur mit Mühe gelingt es den erwachsenen Tieren, den Hang hinaufzuklettern. Doch für das Kalb ist der Weg zu steil. In dem Moment, wo es im Wasser landet, setzen sich die Krokodile in Bewegung. Instinktiv weiß das Junge, dass es so schnell wie möglich aus dem Fluss heraus muss. Von Panik getrieben klettert es wieder an Land und die Böschung hinauf, notfalls auf den Knien, wenn die Hufe nicht genügend Halt geben. Aus sicherer Entfernung beobachtet es die Szene im Fluss. Das riesige Krokodil lässt auch in Ufernähe nicht von seiner Beute ab. Ohne die Tragkraft des Wassers hängt das schwere Reptil mit seinem ganzen Gewicht an dem Gnu. Unmöglich, es an Land zu schaffen. Die Angst verleiht dem Kalb neue Kräfte. Und schließlich gelingt ihm doch noch die Flucht. Im Fluss indessen geht ein langer Kampf zu Ende. Das erschöpfte Gnu wird von der Strömung erfasst, verliert den Boden unter den Füßen und versinkt in den Fluten. In den Wochen der großen Wanderschaft mehren sich die Kadaver in der Savanne. Drei verschiedene Geierarten machen sich die Überreste eines Gnus streitig. Es gilt das Gesetz des Stärkeren. Je hungriger die Vögel sind, desto aggressiver werden sie. Und wem es gelingt, seine Rivalen abzudrängen, ergattert den ersten Bissen. Potenzielle Beute im Überfluss. Nachdem sie sich so richtig satt gefressen haben, gönnen sich die Raubtiere erstmal eine Ruhepause. Es ist die perfekte Zeit, sich um Nachwuchs zu kümmern. Bei den Löwen jagen in der Regel die Weibchen. Und auch wenn es um die Paarung geht, sind sie es, die die Initiative ergreifen. Das Männchen legt sich faul ins Gras und wartet, bis das Weibchen zu ihm kommt. Nachdem sie ihm signalisiert hat, dass sie paarungsbereit ist, lässt er sich schließlich überzeugen. Unsere Zebraherde ist noch immer durch den Fluss auseinandergerissen. Die Tiere, die es noch nicht geschafft haben, warten, bis sie sich einer Gruppe von Gnus anschließen können.
Sie wissen, dass diese schwächer sind als sie und daher die attraktivere Beute für Krokodile. Doch noch immer lauern zwei dieser Riesen gut sichtbar in der Nähe der Furt und lassen die Herde erneut zurückschrecken. Irgendwann wird ein Gnu kommen, um den Feind abzulenken. Und da ist auch schon eins. Ein Jungtier, das von seiner Herde getrennt wurde. Mühelos schnappt sich das eine Krokodil seine Beute. Weiter flussabwärts erregt eine kleine Gruppe von Gnus das Interesse der zweiten Panzerechse. Doch diesmal geht der Jäger leer aus. Und das könnte unseren Zebras zum Verhängnis werden, denn ihr geräuschvolles Strampeln im Wasser wird seine Aufmerksamkeit wieder auf sie lenken. Weiter oben am Fluss lässt die Spannung nach. Die meisten Krokodile sind satt und interessieren sich nicht mehr für die restlichen Tiere. Viele Stunden liegen sie reglos am Ufer. Die Sonne fördert ihren Stoffwechsel und ihre Verdauung. Auch die Zebras am anderen Ufer des Mara-Flusses kommen zur Ruhe. Und die wenigen Tiere, die ihr Leben im Fluss verloren haben, scheinen ein angemessener Preis dafür zu sein, dass die Herden nun auf dem fruchtbaren Hochland grasen können. Ebenso wie die Löwen genießen auch die Hyänen diese Zeit der Fülle. Die kommenden Monate werden die Zebras und Gnus in ihrem Revier verbringen. Und das bedeutet genug zu fressen für alle. Für sie und für die Löwen. Bei den Hyänen stehen die Weibchen in der Rangordnung über den Männchen. Und auch wenn die Fortpflanzung das ganze Jahr über erfolgen kann, wissen die Tiere, dass ihr Nachwuchs jetzt die größten Chancen hat zu überleben. Deswegen bringen die Weibchen in dieser Jahreszeit ihre Jungen zur Welt. Die Regenfälle, die das Gras in der Masai Mara sprießen lassen und die Herden aus dem Süden anlocken, verwandeln den Mara in einen reißenden Fluss. Jetzt kann das Wasser zur tödlichen Falle für Zebras und Gnus werden. Die letzten Tiere unserer Herde wollen jetzt endlich hinüber. Doch auch das große Krokodil ist wieder da und hat nicht die Absicht, sich dieses Festmahl entgehen zu lassen, nachdem ihm schon das Gnu entwischt ist. Die Zebrastute mit dem Fohlen wägt ihre Chancen ab. Entweder sie passiert den Fluss an der ruhigeren Stelle, wo der Räuber lauert, oder sie wagt es quer durch die gefährlichen Stromschnellen. Die übrigen Zebras entscheiden sich für die Stromschnellen. Das ermutigt die beiden, es ihnen gleich zu tun. Endlich ist die Herde wieder vereint. Vor ihnen liegt eine Zeit mit Nahrung im Überfluss, in der sie genügend Kräfte sammeln können, um gestärkt den Rückweg Richtung Süden anzutreten.
Zebras und Gnus gehen nun getrennte Wege. Die rund 2 Millionen Tiere ziehen in kleineren Gruppen weiter. Und an den Ufern des Mara-Flusses kehrt wieder Frieden ein. Nach dem Durchzug der Wanderherden treffen wir hier zwei alte Bekannte wieder. Die Krokodile liegen träge am Ufer. Um ein komplettes Gnu oder Zebra zu verdauen, braucht ihr Körper Wochen. Vollgefressen wie sie sind, können sie sich kaum rühren und stellen für das Flusspferdweibchen und ihr Kalb keine Bedrohung dar. In unmittelbarer Nähe der gewaltigen Reptilien ruhen sich Mutter und Kind aus. Auch für sie ist das Schlimmste vorüber. Das Jungtier ist in den letzten Monaten gewachsen und hat kräftig an Gewicht zugelegt. Nicht nur von den Krokodilen geht keine Gefahr mehr aus. Das Weibchen muss das Kalb nun auch nicht mehr vor seinen Artgenossen schützen. Die anderen Flusspferde haben es als einen der ihren akzeptiert. Gemächlich folgt das Junge seiner Mutter ins Wasser, als hätte es nie etwas anderes getan. Umringt von den massigen Leibern seiner Verwandten, gibt es kaum ein Tier im Mara, das sich sicherer fühlen könnte als dieses kleine Flusspferd. Als die Sonne untergeht, genießen die Tiere der Savanne die Abendstille. Auch in der Nähe des Flusses herrscht Eintracht. Zebras und Gnus haben sich jeweils in kleinen Gruppen zusammengefunden und weiden verstreut im offenen Grasland. Unsere Zebraherde muss wieder zu Kräften kommen. In den nächsten Wochen haben die Tiere reichlich Futter und Ruhe. Diese Zeit werden sie nutzen, wohlwissend, dass sie auch im nächsten Jahr den Fluss bezwingen müssen. Im Rhythmus der großen Wanderschaft. Und auch dann werden sie wieder die Vorhut bilden. Afrika bleibt doch am Montag unser Reiseziel. Wir entdecken den Ngorongoro-Krater in Tansania. Gleich aber wünschen wir alles Gute zur Silberhochzeit. Auch wenn es nichts zum Feiern gibt. Im Fernsehfilm mit Top-Besetzung.